Ja, herzlich willkommen. Dieses Video ist jetzt kein Video, wie ihr es normalerweise kennt, sondern erstmal ziemlich eigennützig, denn man muss sagen, ich mache das Video eigentlich nur, um lästigen Fragen zu entgehen, vor allen Dingen. Erstmal, Cataclysm, Release-Datum ist bekannt. Es ist der 7.12.2010. Das bedeutet zum einen, Cataclysm erscheint noch dieses Jahr. Ja, was ich ja immer gesagt habe, wo ich mir auch 1000% sicher war. Was ich ein bisschen getippt habe, war das Release-Datum, da habe ich mich ein bisschen geirrt. Ich dachte, so 16. 18. November wäre realistisch. Letztlich haben wir jetzt hier den 7.12., was aber ja auch nicht viel später ist und für mich dann auf jeden Fall in Ordnung ist. Ja, ich fahre zu Weihnachten nicht weg, von daher habe ich in den ja, zwischen den Feiertagen auf jeden Fall Zeit zu zocken. Heiligabend werde ich übrigens nicht zocken für die Leute, die das jetzt direkt runterschreiben wollten. Nein, nein. Ja, aber das freut mich auf jeden Fall. Release-Datum ist bekannt. Jetzt 7.12.2010 könnt ihr euch merken. Und ja, ihr könnt dann damit rechnen, dass ich so ab dem 1.12. spätestens auch eine Information rausgebe, wie genau ihr und wo ihr euch Cataclysm herunterladen könnt, sodass ihr ab dem Release-Datum spielen könnt damit, ja? Und zwar haben wir nämlich hier ja die Möglichkeit, Cataclysm mit einem Key ja online zu bestellen. Das hatte ich ja des Öfteren schon angemerkt, dass ich das mache. Ich mache das über gameware.at. Ich weiß, es gibt ganz viele andere Anbieter, die das machen. Teilweise haben die das sogar billiger. Das mag alles sein. Ich kenne aber eben gameware.at aus Erfahrung von Wrath of the Lich King. Um nochmal zu sagen, deswegen empfehle ich das und deswegen bin ich mit denen eine kleine Partnerschaft eingegangen. Denn dadurch, dass ich das hier bewerbe und wenn sich zum Beispiel einer über die Links auf meinen Seiten das Ganze bestellt, bekomme ich da einen prozentualen geringen Anteil dran. Ja, also das ist auch nichts, was ich hier wegdiskutieren möchte. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich würde nicht so offensiv dafür Werbung machen, wenn ich es nicht selbst schon ja, erlebt hätte. Ne? Nochmal zum eine häufig gestellte Frage: Ja, wann hast du denn den Key bekommen? Also ihr müsst euch vorstellen, um Mitternacht kommt Cataclysm raus, beziehungsweise kann man halt spielen spätestens. Und ich hatte beim letzten Mal, beim Wrath of the Lich King Release, war das so, dass ich den Key dann schon mittags um kurz nach 11 habe ich letztlich in meinen E-Mails nachgeschaut, bekommen habe. Das bedeutet also, sehr, sehr früh vorher hatte ich, über 12 Stunden vorher hatte ich meinen Key, sodass ich völlig auf der sicheren Seite war. Ich konnte den dann einfach nur eingeben und konnte zocken. Den Client habe ich den Beta-Client genommen. Es gab aber auch andere Möglichkeiten, sich das Ganze vorher runterzuladen. Ich werde auf jeden Fall die Möglichkeiten beschreiben, vorher, wie ihr euren Beta-Client umwandeln könnt, wie ihr überhaupt an einen Client kommt, ja, weil diesmal ist es ja noch ein bisschen anders und dazu gibt es dann auf jeden Fall eine Anleitung, wie genau ihr das macht. Ja, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir würden dich unterstützen wollen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch so auf gameware.at gehen. Das ist nicht schlechter dadurch, weil, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden damit und kann das nur noch mal so weitergeben. Jedenfalls geht ihr dann zum Beispiel hier auf meiner Seite, ist jetzt hier in der Podcast News. Podcast kann ich übrigens empfehlen. Bei der Aufnahme wussten wir natürlich noch nicht, dass der 7.12. das wahrscheinliche Datum ist. Ja, und dann hier zum Beispiel der gameware.at-Link, da kommt ihr dann auf die Seite. Oder hier der Amazon-Link, wenn ihr sagt, ach, ich brauche das Spiel doch nicht als Key vorher, am Tag danach komme ich aus der Schule oder von der Arbeit und dann kann ich immer noch zocken. Ja, dann könnt ihr einfach den Amazon-Link nehmen zum Beispiel oder vielleicht geht ihr auch in den Mitternachtsverkauf, ist sicherlich auch cool. Da könnt ihr keinen Key nehmen, könnt ihr mich nicht mehr unterstützen, aber dennoch ist es sicherlich ein geiles Erlebnis, wobei das wahrscheinlich kranke Leute sind, die da mit euch drin stehen. Genau wie ihr und ich einer bin natürlich. Ne? Aber naja, jedenfalls gibt es diesen Link im Moment eben auf der Page, wenn ihr den mal nicht mehr findet. Ich habe den auch hier, ja, auf meinem YouTube-Kanal. Seht ihr hier, das ist mein YouTube-Kanal. Und da gibt es auch hier Link zu Amazon, zu Cataclysm und zu Gameware. Da kommt ihr dann ebenso drauf. Übrigens, wer mich noch nicht bei Facebook hat, ja, sind jetzt im Moment ganz viele Leute. Oder auch Twitter steht da auch der Link. Genauso wie ich die Sachen bearbeite, schreibe ich zum Beispiel, ne, mit Fraps und Sony Vegas. Ja, da kommt ihr dann eben zu Gameware. Bei Gameware nochmal wichtig, was ihr da bestellen müsst, um das so zu bekommen. Und zwar das Nerdpack ist das Ganze. Ihr bekommt da den Key vorab.
eben, wie ich es euch gerade erklärt habe. Und das Spiel wird euch dann per Post danach, kurz nach dem Release, zugestellt. Braucht ihr dann natürlich eigentlich nicht mehr, aber viele von euch sagen, hey, ich will nicht nur den Key, wie zum Beispiel bei MMOGA und anderen Mitbewerbern, sondern ich möchte auch die Schachtel haben. Die Leute brauchen nicht darauf zu verzichten, denn ihr kriegt das Ganze danach zugeschickt. Das Ganze kann auch billiger werden als der Preis, der hier angegeben ist, aber naja. Ja, schaut einfach mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es natürlich darüber her bestellt, denn ihr unterstützt mich damit noch ein bisschen. Wenn nicht, dann halt auch nicht, ne? Ihr könnt das auch einfach so eingeben. GameWare.at wird sicherlich auch gehen und dann nach Cataclysm suchen. Für all die Leute, die mich nicht unterstützen wollen, ist trotzdem guter Service. Ja, das ändert sich da an der Geschichte nicht. Das Nerdpack, wie gesagt, müsst ihr dann bestellen. Genauso wie bei Amazon, ist auch ein super Service bei Amazon, kann man sich nicht drüber beschweren. Ja, das Datum haben die noch nicht aktualisiert, ist ja ganz, ganz frisch die Meldung. Bei der Aufnahme hier gewesen, deswegen 7.12. euch vormerken und ja, eben darüber vorbestellen, wenn ihr mögt, um mich zu unterstützen. Das war das Ganze nochmal. Ich hoffe, das hat einige Fragen beantwortet, die mich nämlich immer wieder erreichen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Beta-Show, ja, oder zum PTR-Watch. Dankeschön, euer Venien.